Bisher waren die Hartberger hier in den hellblauen Dressen in dieser Saison für Altach nur ein Punktelieferant. Dass die Ziele diesmal anders gesteckt sind, zeigt Hartberg gleich von Beginn an. Erste Möglichkeit in dieser Partie: Huber. Die Altacher Defensive kann noch klären. Mijatovic kommt zum Ball und kann mit dieser Situation nicht viel anfangen. Drei Unentschieden zuletzt für die Steirer. Siege hat man schon seit 5 Runden nicht mehr gefeiert. Wieder Hartberg im Angriff. Der Kopfball von Dober ist aber nicht gut genug. Adi Hütter muss zur Kenntnis nehmen, dass seine Altacher Anfangsschwierigkeiten haben. Hartberg auf jeden Fall mit dem besseren Auftakt. Die 33. Minute, Rakowitz auf der rechten Seite mit viel Einsatz. Gute Ansätze, aber im Abschluss fehlt Entschlossenheit oder Selbstvertrauen. Viel Mühe hat Tabellenführer Altach hier beim Tabellenschlusslicht. 5 Auswärtssiege haben die Vorarlberger bisher gefeiert. Seger mit dem Pass auf Sadovic. Und das 1:0, Führung für Altach in der 36. Minute. Nach Zuspiel von Seger erzielt Mirnel Sadovic sein 3. Saisontor, lässt zuerst Huber aussteigen und trifft ins kurze Eck. Ein Angriff, ein Tor, effektiver Auftritt der Altacher und die Vorarlberger wollen jetzt mehr. Tommy! Rindler kann halten und verhindert das Schlimmeres. Tommy, der erfolgreichste Altacher in dieser Saison mit 12 Treffern bisher. In dieser Halbzeit kommt keiner dazu. Hartberg geht mit einem 0:1 Rückstand in die Pause. Frischer Wind weht nach dem Seitenwechsel aber hauptsächlich für und bei Altach. 51. Spielminute und das 2:0. Das 3. Saisontor von Philipp Netzer. Nach dem langen Einwurf von Schick kommt Netzer als erster zum Kopfball und macht das dann ganz geschickt. Auch dieses 3. Duell gegen Hartberg ist für Altach eine klare Sache. Nach einem 4:0 und einem 4:2 Erfolg gibt es an diesem 3. Sieg nichts zu rütteln, obwohl Hartberg hier noch eine Möglichkeit herausspielt. Altach gewinnt 2:0 und bleibt Tabellenführer. Ab der 35. Minute, denke ich, haben wir dann das Spiel nach dem 1:0 für uns in die Hand genommen. Und zweite Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir eine sehr gute Mannschaft sind. Wir haben ja erste Halbzeit, glaube ich, gegen Tabellenführer sehr gut gespielt. Wir hatten auch die eine oder andere Chance. Leider Gottes hat uns da die Unentschlossenheit, die Entschlossenheit gefehlt. Und Altach ist einmal vor unserem Tor aufgetaucht. Und das hat die Qualität von einem Tabellenführer und haben die sofort genützt. Also Niederlage für Hartberg im letzten Heimspiel vor der Winterpause. Ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.